Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. Wir haben gerade die Doom-Quest fertig gemacht und jetzt geht's weiter mit dieser magischen Schmiedehammer-Quest. Das richtige Werkzeug. So. Anscheinend hat sie alles gespeichert, soweit. Sehr gut. So. Aber gefühlt ist mein Söldner weg. Das kann sein, dass das stimmt, gell? Ja, dann kaufen wir den gleich. Oder sollen wir rauslaufen und schauen, was passiert? Warte, ich renne einfach zu ihr. Guten Tag. Wiederbeleben steht da. Ja, dann wiederbeleben kostet zwar jetzt mehr, aber warum nicht? Wie heißt denn die schöne Lobby? Ja, wie immer. Das soll ich bei jedes machen lassen. Okay. Jetzt seit wann habe ich 12k da drinnen in meinem Lager? So, den muss man anscheinend wiederbeleben. Ich schaue mal kurz bei unserem Schmied, gibt es sowas Geiles? Weil irgendwie kriege ich keine geile Rüstung. Guten Tag. Rüstung. Kann man das? Ich würde gerne mal reparieren, weil es eh nichts kostet. Es ist noch immer die gleiche Rüstung drin und sie ist noch immer besser. Aber sie ist nicht um so viel besser. Und da ist er mit 45 Verteidigung. Das ist eigentlich ziemlich sick. Die kaufe ich mir jetzt, glaube ich. Die kostet 3k. Wetten, wir finden die Ecken gleich mal eine bessere, aber die 3k, ich habe einfach 12k im Lager, hab das gar nicht gewusst. Warum kann ich meinen Schatz nicht mehr angreifen? What? Komm in meinen Schatz drin, meine ich. Ich komme gar nichts mehr hin. Das ist leck. Jetzt geht's, wahrscheinlich synchronisieren oder so. Tun wir mal 3000, 5000 auf dem. Geht da. Ah ja, mein Begleiter kann ja auch was anziehen. Soll ich dir nicht einen besseren Bogen geben? Ist ja letztens nicht gegangen. Ja, Ding ist nicht gegangen, jetzt hast du mich schon. 6 bis 10. Oh. Armbrust ist nicht gegangen, Bogen habe ich nicht ausprobiert. Ach so. Bam, jetzt habe ich neue Rüstung. Rüstung Nebel. gibt zwar Mana. Aber die gibt jetzt auch 45 Rüstung. Die kriegt einfach Gut. meine alte Rüstung. Danke. Mein Ding hat jetzt eine bessere Rüstung, ja? Die kann einen Hut nämlich haben. Ich will einen Hut kaufen. Rüstung. Verteidigung 6. Das ist natürlich gut. Habe ich keinen Hut eingelagert? Irgendwie nicht. Unmöglich. Ach, schauen wir, was wir am Boden finden. Das heißt, wir haben gerade den vergessenen Doom fertig gemacht und so weiter. Und jetzt müssen wir für unsere Schmiedin ihren magischen Schmiedehammer suchen, oder? Ich habe das richtige Werkzeug fest, ja. Ja. Als ich aus dem Kloster floh, habe ich den Horadrim Malus zurückgelassen. Okay. Meinen magischen Schmiedehammer. Dann Wenn ihr ihn mir zurück. müssen wir wahrscheinlich nach Dunkelwald. Wahrscheinlich, ja. Hey, ich bin jetzt beim Puten mal, lol. Gar nicht gewusst, dass wir das haben. Ja, es geht aber anders aus jetzt. Es ist alles anders. Es ist auch die Stadt anders oder was? Geschaut. Ja, wo ist denn das jetzt? Es ist wirklich alles anders. Wie witzig ist das? Haben wir Glück gehabt, das war beim ersten Mal gleich. Aber bin ich. Na, die Stadt ist gleich, nur der Weg ist anders. Ja, die Stadt ist schon gleich. Dann schauen wir mal. Das Umschalten ist doch immer nice. Alter. Irgendwo da unten ist er einmarkiert.
FXP. Oh, so. Ist laut. Aber hier bitte. Ich soll neben mir sein. Wo bin ich denn hier? Schon? Sieht die gerade nicht. Man hat halt keine Namen drüber, was ich einerseits elegant finde, andererseits auch ein bisschen verwirrend. Scheiße, ob ich den Hut kriegt. Jetzt muss ich O drucken. O. Kann ich den Hut geben? Ehre. Kann sie Pfeile nehmen? Na, aber Bogen kann sie halt nehmen. Sie kann nur einen Bogen nehmen. Pfeile braucht sie gar nicht fast. Weiß ich nicht, da. Aber einen Bogen braucht sie auf jeden Fall. Na gut, kann es ja nicht, okay. Auch wieder was vom Möbel. Das soll den Baum darstellen? Ja, da waren wir vorher. Der Inifußbaum. Ich grind aber ganz stolz durch. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Eigentlich zum Kloster oder so. Hast du einen Durchgang gefunden? Da wo die ganzen Items am Boden liegen, oder? Nice. Ich will einfach den Kurzbogen geben. Sie macht einfach einen doppelten Schaden. Und? Die Pfeile. Braucht sie anscheinend. Ist das ein Durchgang? Schwarzmoor, da waren wir glaube ich noch nicht. Doch. Schon? Ich brauche einen Heal unbedingt, ja. Achso, den habe ich gerade unübersichtlich gehabt. Ja, moin! Ja, ist eh klar, dass er wieder da sagt, er braucht einen Heal. Zuerst rennt er alle vier hier rein. Einfach schnell umswitchen. Bin jetzt da abgelaufen. Bin jetzt da abgelaufen. Ja, das Mana war schon leer, wie ich gekommen bin. Mana-Tank trinken gibt's bei mir nicht. Fühlt sich anstrengend. Schau, jetzt muss ich wieder Mana-Tank reintun. Weil du musst in Wirklichkeit oberhalb einen Mana-Tank eintun und unterhalb. Dann setzt das mit einem Mana-Tank nach. Da waren wir schon, sagst du? Kann sogar sein, gell? Schau, drei Mana-Tank gedroppt, anbenutzt. Jagdbogen! Ist der besser? Der macht 2 bis 6, der macht 1, der ist besser. Jetzt macht sie noch mehr Damage, holy. Aber mit den Pfeilen kann sie irgendwie nichts anfangen. Naja. Schauen wir mal, was wir da so finden. Außer die Mond. Ja, moin, ist ja nicht mehr. So. Da ist jetzt die Hütten nochmal geworden. Das ist der Turm, meinst du? Ah, dann war es das Gebiet. Ah, ist der Turm, ja. Da unten ist Gefühl da irgendwas. Also das Haus. Ja, dann müssen wir nicht mehr rein. Nein, haben wir schon gemacht eigentlich. Lol, da waren viele Sachen drinnen. Also das ganze Haus. Shit. Cheater Fool, man kennt's. Ja, moin. Leider ein Schaden, das ist genau das gleiche. Yay. Ich hätte das Amulett identifizieren sollen. Schlüssel nehmen wir mit. Den Speer müssen wir mal anschauen. Kann man die Items nicht drehen, gell? Der ist nicht so gut. Tja, dann schauen wir mal, bis wir das Kloster anfinden. Haben wir schon was angefunden?
Ich hab einfach jetzt dann noch mehr Feuer schauen. Ah ja, zum Loch. Alles klar. Schauen wir mal nach links. Ja, wir haben den Sackgasse erwischt, aber nicht. Da kommen schon die ganzen. Hier. Es gibt euch so schnell rum. Wenn es zu die Lobby sind. Mal Zeit für Level Up. Mhm. Auf dem Möbel. Der Bogi ist sau stronger. Der würde sogar den Boss da fast schaffen, komm mir vor. Aber vielleicht ist er wegen meinem Buff fast so strong. Das kann ja sein. Also bis jetzt fühle ich mich eigentlich mehr als Barbar als erwartet. Also ich fühle mich so stark eigentlich. Hätte sein können, dass ich so richtig nicht stark bin, irgendwie. Ich liege auch viel zu viel Sachen am Boden. Sag mal, die halbe Zeit unabsichtlich, die Art zu sein. Ich lasse schon die ganze Tränke liegen, hey, was soll man machen? Geh. Das ist so richtige Alter. Yeah. Da ist sogar... Oha. Den müssen wir auf jeden Fall mal anschauen. 12. Der macht aber der hat ziemlich viel Blockchance, aber wenig sogar. Halb macht 10 Death. Das ist besser, das ist 12 Death. Das ist broken. Oha, oha. Das muss man auf jeden Fall aufklauen bei dem Ganzen. Was man da nicht aufklauen. Wie die Dämonen da immer raus gehen, das schaut ziemlich nice aus. Nochmal Gold, ja. Zum Schluss, oh, wir waren ja schon da im Loch. Nein, ich glaube, es hat bei uns Durchgang geheißen oder so. Wo wir gestern waren. Alle noch dabei. Die werden eh schon wieder. Kretz gibt's zu, ja sicher. Neue Werte. Ja, nehmen wir mal Geschick. Obwohl Mana auch gar nicht blöd wäre. Zum Healen. Was dann brauche ich nämlich kann. Ei, jetzt gibt's neue Fähigkeiten. Brauche ich einen Mana-Trank nehmen, würde ich sagen. So, was haben wir da? Reinigung. Das ist eine Aura sogar. Realisiert die Dauer von Giften und Flüchen, brauche ich in der Gruppe. Gebet plus 6 Lebensheilung alle 2 Sekunden. Muss ich das dann aktivieren? Das ist die Frage. Da steht nämlich auch nur Heil plus 6. Aber es ist allgemein, steht oben drüber Gebet. Boah, ist die Frage, ob das besser ist. Hast du zwar Lebensrick-Amulett? Ja, schau, gib mir mal her. Blitzdings ist bestimmt nicht schlecht gegen Blitz. Liegt da am Boden. Das war's eigentlich. Wo ist denn das? Eisen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ich muss mir das finden, wenn alles blinkt. Da, einmal, oder? Na, zehnmal.
Eins ist ja gerade. Vergib nur zwei. Phil, was sagst du zu dem Gebet? Das klingt irgendwie gut, ich finde es gerade nicht an. Dark Quest, ne? Yeah. Da. Das klingt irgendwie gleich gut mit der Fähigkeit, die was ich schon fünfmal gemaxt habe. Steht plus 6 Lebensheilung alle 2 Sekunden. Bei mir steht plus 6 heilt plus 6 Radius. Da steht halt kein Radius dabei. Aber da steht halt. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Noch auf Dornen, was sonst. Eben nicht so. Ja, moin, die haben wir mal cleared. So gut es geht. Die zweite Ebene, jaui. Warten wir zurück, das geht halt instant. Ladezeiten gibt's nicht. Loading Screen braucht man dann auch keinen mehr programmieren. Hat Diablo 2 einen Loading Screen gehabt? Ja, das sag ich ja. Ich nehme mal wieder Startportal, man kennt's. Nein, tu ich nicht. Das ist einfach hin und will, was ich damit hab. Sorry. Yeah. Wow, ist das hier. Letzte Truhe mit Boss. Ja, da geht's ab. Orin. Einfach auf den Boss. Level up. Hey, als ob du jetzt Level up wirst. Ich glaube, du bist höher als Level als ich. Bin ja, ja. Ja, moin. Bist du irgendwas Gutes dropped? Was? Ich mach jetzt mal ein Ding rein. Startportal. Gehen wir mal alles verkaufen. Tja, da ist nichts mehr zum Holen gewesen. Also unsere Items aus dem Holen liegen. Aus hier ist der wieder. Ich bin überladen. Und raus. Jo. Da einfach mal wieder draußen vom Loch. Ich muss auch das Kloster fühlen. Werden wir schon anfinden. Irgendwo muss es ja sein. Was ist denn das? Blutfalkennest. Lol. Die waren aber nicht, die sind jetzt aber nicht früh rausgekommen. Lol. Das sind mehr Blutfalken als beim Blutfalkennest. Ich bin überladen. Das ist eine Kappe. Sehe ich nur für Necromancer. Dann schauen wir uns kurz an. Weg. Necromancer muss man sich das DLC oder so kaufen, gell? Ja, das sagt das ein Bobby. Sind wir da her? Wahrscheinlich, gell? Hast du Amulett plus 1 Max Schaden? Nein, ich glaube nicht. Ich hab so Energie und Mana Amulett, das klingt irgendwie noch früh, ich weiß nicht, ob das früh ist. Was ist denn das super Kloster? Renn nur einen Rand entlang. Steht wahrscheinlich da mitten. Steht aber wahrscheinlich genau da. Ah, da steht es auch gut aus. Oha, da. Oha. Das Damoch. Damo-Hochland, da waren wir gleich noch nicht. Na? Ja, moin. Auf mal 4 vermöbelt. Aus der Oslo. Er vermöbelt auf Rolle. Easy. Wie viel Schaden hast du eigentlich? Da steht. Bei Angriffsschaden 6 bis 22. Okay, 15 bis 31 und in meiner
Wut von 20 bis 40. Alter. Ich kann nicht noch mehr. So viel, was, wenn ich Waffen wechsle, dann bin ich auf 9 bis 33. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber es ist halt langsame Waffen. Ich muss jetzt eher lieber die schnelle Waffen irgendwie. Ich muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob man blocken muss mit seinem Schild oder ob man es einfach nur equipped haben muss. Das ist eine geisterhafte Donnerbestie. Bestie. Aber ich muss gesagt. Hey, der Kajakbogen könnte nice sein. Sind auf zwei Bögen. Ja, auf zwei droppt. Je. 2 bis 6. Der macht aber plus 1 Schaden, plus 11 Angriffswert. Schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Hey, der hätte einen Sockel offen gehabt. Na, ah, zu den Forschen genommen. Das geht aber irgendwie nicht. Warum krieg ich den nicht außer? Der Bogen rollt weg. Wo ist die denn? Die sind nicht einmal bei mir, weißt du wie man? Ist sie hip? Was du anscheinend. Wir gehen mal in die Stadt. Okay. Jetzt hab sie Rip, ja, jetzt stehen wir wieder beide, wenn du mich fragst. Jetzt stehen wir wieder beide dann. Ja, eins bis Ding. Ich glaube, das ist der beste, ist schwer zu sagen, aber irgendwie. Danke, danke. Irgendwie schon. Laut den Sets zumindest. Da hätte ich Sockel aufgehauen können. Auf den anderen, dann wäre wahrscheinlich ungefähr gleich gut. So, ich mache jetzt aber die gleiche Taktik wie du. Man hat ja eh 8 Tränke mit, weil 4 im Gürtel sind. Das heißt, ich mache da noch einen Mana-Trank rein. Zack. Verkauf aber den Rest. Brauchst du einen Garmo-Hut? Ja, wahrscheinlich. Ich habe ihn zweimal gekauft. Auf Walls verkaufen. Ich hab gerade alle Tränke getrunken, kann das sein? Upsi! ich trinke aber zuerst 2 Tränke, bevor ich verkauft hast. Das ist überhaupt nicht einfach irgendwie. Okay, meiner hat jetzt das 7 mehr Verteidigung. Dafür habe ich da eine schnellere Erholung. Verteidigung hast du gesagt, ist eh schon berechnet. Energie, Lichtradius und repariert. Boah, aber ich finde ziemlich gleich gut. Aber ich kann ja meiner Frau da den geben. Der hat jetzt einen Broken Hut. Scheiße. Abzogen. Einfach abzogen. So. Oh, jetzt ist mein Inventar wieder ziemlich leer. Aber ich muss im Nachhinein betrachtet sagen, vielleicht sollte ich auch meine ganzen komischen großen Zauber da weg tun. Weil Gefühl bringen die nicht so viel. Weißt du, wie man? Oh, es geht schon wieder weiter. Achso, es gibt ja sogar einen Loading Screen, du musst da ganz schnell schauen. Da ist einfach ein Labyrinth. Heftig. Wie komme ich da weiter, Philipp? Schwierig. Warte, geht's so weiter? Holy, es geht auch überall weiter. Holy shit. Alles klar. Ich glaube, ich habe gerade das Kloster gefunden daneben. Danke fürs Zuschauen. Falls euch Diablo 2 gefallen hat,
gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus.